Als drittes haben wir eine, ich nenne sie Schuldverdrehung. Ich weiß gar nicht genau, wie man das eigentlich nennen soll. Also es ist nämlich eine Ursachenverdrehung. Es ist eine in sich Verdrehung. Also einmal haben wir vertikal, dann haben wir horizontal und dann haben wir auch noch in sich eine Verdrehung, eine Schuldverschiebung als Ursachenverdrehung. Und zwar wird da ja die Königin als feindselig, vernichtend, bösartig im Märchen beschrieben. Diese in sich Verdrehung besteht darin, dass dieser Bewusstseinsanteil Königin überhaupt gar nicht so feindselig sein kann, wie sie im Märchen beschrieben wird. An der Stelle ist jetzt diese Hinterfragung, kann denn sich ein menschliches Bewusstsein und auch individuell und auch ein kollektives Bewusstsein, kann sich das überhaupt so verhalten, wie das im Märchen beschrieben ist? Und da kann man ganz klar sagen, nein, das ist überhaupt nicht möglich, denn das Weibliche ist für Verbindung zuständig. Das Weibliche hat Verbindungsenergie. Die Abgrenzungsenergie im Bewusstsein hat nur ein einziger Persönlichkeitsanteil und das ist das karmische Dominanzsystem. Das ist der freie Wille, das ist der Mentalkörper. Also im positiven Sinne ist es der freie Wille mit der Mentalkörperenergie, mit Schutz und Abgrenzung im Irdischen. Und der Vielfalt an Gestaltungsmöglichkeiten. Das ist das Positive. In negativer Form, in Form von Verdrängung und Abgrenzung, ist überhaupt nur aber diese Energie in, ich nenne es dann übersteigerter, entarteter Form, überhaupt in der Lage, Bösartigkeit überhaupt herzustellen. Denn dazu braucht es Abgrenzung. Es braucht ein Gegeneinander und Abgrenzung in dieser kräftigen Form, die überhaupt nur diese Mentalkörperenergie hat. Das heißt, die Königin ist im Märchen völlig falsch beschrieben. Sie kann nicht so handeln. Die ist nicht so bösartig. Wobei ich doch also für mich sagen würde, dass das, was so als bösartig beschrieben wird, doch aber aus Gefühlen heraus entsteht. Ja, das ist richtig. Also man kann sagen, die Königin ist schon sehr verletzt. Das Sie kann aber trotzdem nicht in der Form bösartig handeln, wie es hier beschrieben ist. Sie ist verletzt, das ist richtig. Ja, aber wird nicht genau aus diesen Verletztheiten heraus dann sozusagen bösartig gehandelt? Die Frage ist, woher kommt die Böswilligkeit und wie funktioniert das? Also mir kam jetzt das Bild, dass sich das Männliche da eben auch so tarnt im Weiblichen, ne? Also so da drin. Ja, das ist richtig, deswegen nenne ich das auch in sich Verdrehung mit Schuldverschiebung. Da ist eine Tarnung drin, das ist richtig. Wie funktioniert die Tarnung? Ja, durch diese Schuldgebung, durch die Schuldgebung. Ja, also der eigentliche Punkt ist, das Weibliche hat die Verbindungsenergie, das kann also nicht vernichten im Sinne von verdrängen, das ist schlichtweg nicht möglich, weil diese Abgrenzung fehlt. Dieses Abgrenzen ist nicht möglich und deswegen hat das Weibliche nur die Möglichkeit, sich zu orientieren. Das trifft übrigens auf alle anderen Bewusstseinsinhalte auch zu. Nur das männliche karmische Dominanzsystem, also innerer Mann mit karmischer Energie bis hin zu karmischem Dominanzsystem, ist in der Lage zur Abgrenzung. Alle anderen Bewusstseinsinhalte orientieren sich immer nur. Angefangen mit der Seele, die kann sich orientieren an Musubi oder sie kann sich am Irdischen orientieren. Und wenn sie sich am Irdischen orientiert, dann landet sie schließlich da in diesem Königshof des alten Märchens. Das Weibliche, das kann sich auch nur orientieren. Das kann sich an Musubi, Schneewittchen seelisch orientieren oder am Männlichen, am König orientieren. Und nur durch diese Orientierung kann es sich sozusagen mit der Mentalkörperenergie des Königs verbinden und dann von dieser aus, in Anführungsstrichen, negativer Form genährt, die dann auch anwenden, einsetzen und zur Verdrängung und Vernichtung verwenden. Das Weibliche und die anderen Bewusstseinsinhalte grundsätzlich auch, die haben die Verbindungsmöglichkeit über Orientierung und können sich eben aufgrund ihrer Verbindungsstärke dann dieser Qualität des Königs bedienen. Und da ist die Qualität diese grundsätzliche Abgrenzung, die dann in dieser Form aber dann eben auch vom Weiblichen vernichtend benutzt werden kann.
Also insofern kann man sagen, nicht die Königin in dem Sinne ist eigentlich böse, die ist verletzt, bedient sich dann des Königs in irgendeiner Form, indem sie dann diese Energie davon von dem kriegt und kann überhaupt nur dann sich gegen Schneewittchen richten. Und an der Stelle, das ist jetzt erstmal dieser energetische Zusammenhang und wie das im Bewusstsein aufgebaut ist, an der Stelle stellt sich dann natürlich noch die Frage, wo beginnt denn überhaupt dieser Ansatz mit vernichten wollen? Eine Verletzung ist schon eine Ursache dafür, dass man irgendwie ja da mit oder dagegen oder daraus als Folge handeln will. Bei dem Weiblichen, da braucht ihr euch ja nur das weibliche karmische System anzusehen. Das geht nicht dahin, die andere Person anzugreifen. Das weibliche karmische System, das arbeitet darüber, zu entziehen. Es geht um Verbindung und die andere Person bekommt etwas nicht. Also man zieht sich zurück, die andere bekommt etwas Wichtiges nicht. Das geht in dieses Trotzige hinein, bis hin zu, ich will nichts geben, ich will mit den anderen nichts zu tun haben, ich will auch vielleicht überhaupt nicht auf dieser Erde sein. Das ist dann so dieser Extremfall, ich will weg von dieser Erde, ich habe keine Lust auf diese Erde. Das ist aber immer ein Verneinen, immer ein Zurückziehen, nicht geben, ein Verneinen. Es ist aber kein Angriff dabei. Das Einzige, was in Anführungsstrichen als ein gewisser Angriff drin ist, das ist der Vorwurf von Schuldgefühlen. Der wird ganz gern dann auch vom Weiblichen gemacht. Das ist ein Versuch des Weiblichen, das Außen zu erziehen, indem Schuldgefühle gemacht werden. Also insofern kann man sagen, das Weibliche geht über einen beleidigten Rückzug, wenn es verletzt ist, bis hin zu vielleicht noch Schuldgefühle, Vorwürfe, in der Hoffnung, dass diese Schuldgefühle erziehen können. In diesem Märchen kann es also Schneewittchen überhaupt nicht angreifen. Das Einzige, was es machen könnte, wäre, sich von Schneewittchen zurückziehen. Das wäre möglich, es sozusagen, wenn überhaupt, dann vielleicht verhungern lassen. Das wäre eventuell auch noch möglich, dass es eben verhungern lässt oder Schneewittchen alle möglichen Vorwürfe macht. Dass es es aber da so in den Wald mit der Absicht, es zu töten schickt und dann auch noch hingeht, um es selber zu vergiften, das ist schlichtweg von der Energie her gar nicht möglich. Man könnte vielleicht sagen, Vergiftung ist jetzt noch irgendwie was indirekt Weibliches, dass es jetzt anders gemeint ist und nicht so. Das würde auch nicht stimmen, und zwar deswegen, weil es ja im Märchen um Verdrängung geht. Und wenn es um Verdrängung geht, das hat was eben mit Vernichtung, Abgrenzung zu tun. Eine Verdrängung beruht immer auf Abgrenzung, anders geht eine Verdrängung nicht. Also insofern braucht es die männliche Energie, die jetzt eben durch das Weibliche indirekt benutzt worden ist. Das ist aber also eine absolute Verdrehung da drin. Das Weibliche bekommt irgendwie vom Männlichen diesen Impuls. Das wird hier sowieso nicht beschrieben, sondern hier wird einfach nur dargestellt, das Weibliche macht es. Das Weibliche ist für die Verdrängung zuständig. Das Weibliche ist böse. Und die eigentliche Ursache, die ist versteckt und verschleiert und verdreht. Und das meine ich mit dieser Umkehr. Und dieses eben mit Vergiften, das ist schon ein Hinweis darauf, dass es eben eine weibliche Vorgehensweise ist, eher so in dieser indirekten Form. Nur diese reine Energie der Verdrängung, die kommt aus dem Männlichen, weil das Weibliche sie sonst gar nicht hat. Und man kann an der Stelle sagen, die Stiefmutter, die wäre Schneewittchen da nicht hinterhergelaufen. Das wäre ja wieder ein Aktiv, das hätte die gar nicht gemacht. Die hätte eventuell, also wenn man es jetzt aufs Märchen bezieht, hätte die Königin vielleicht gesagt, Jäger, ich will im Grunde genommen jetzt Schneewittchen hier nicht haben. Wahrscheinlich hätte sich eher die Königin zurückgezogen. Aber da könnte man vielleicht noch sagen, nee, bring mal Schneewittchen in den Wald. Ich will mit der nichts mehr zu tun haben. Und damit wäre das Problem grundsätzlich für die Königin gelöst worden, aus ihrem eigenen Antrieb heraus. In dem Moment, wo sie nur in den Wald geschickt hätte, wäre ja die Gefahr gewesen, dass Schneewittchen wieder zurückkommen kann. Die Gefahr der Verbindung, ja, die würde immer wieder bestehen. Aber würde das die Königin denn überhaupt stören? Denn das wäre ja eigentlich eine gesunde Reaktion, dass die Verbindung sich wiederherstellt. Und genau das ist auch die Aufgabe von der Königin und Schneewittchen, dass sich dort eben jederzeit die Verbindung wiederherstellen kann, weil die eben so wichtig ist, weil die gesund ist. Insofern kann man sagen, dieser natürliche Mechanismus, der ist gegeben, aber kann die Königin den denn überhaupt beenden? Na, nicht gegen das karmische Machtsystem.
Sie kann es überhaupt nicht beenden, weil das Bewusstsein genau auf diese Verbindung angelegt ist. Und sowohl Schneewittchen als auch die Königin haben diese Verbindungsenergie. Die können also gar nichts machen. An der Stelle braucht es tatsächlich des karmischen Dominanzsystems. Also wie kann sich überhaupt die Königin gegen Schneewittchen stellen? Indem sie sich mit dem karmischen Dominanzsystem verbindet und an dem orientiert. Also die Königin hat nur die Möglichkeit, wohin orientiert sie sich? Verbindet sie sich mit oben, mit Schneewittchen und dem Universellen? In dieser Ambivalenz war ja immer noch die ursprüngliche Königin. Oder verbindet sie sich mit dem karmischen Dominanzsystem, das heißt mit den Königen im Bewusstsein? Diese Möglichkeit hatte sie nur. Aber selber aus eigenständig, aktiv gegen Schneewittchen vorzugehen, diese Möglichkeit hat der Bewusstseinsinhalt nicht. Das gibt es nicht. Und deswegen kann man sagen, dieses Märchen ist schon von vornherein so dargestellt, dass das karmische Dominanzsystem, was eigentlich den Wert vorgibt, man kann sagen, die Königin macht eigentlich den einen Fehler oder beziehungsweise wird zur bösen Königin, weil sie sich am karmischen Dominanzsystem orientiert. Sie orientiert sich am karmischen Dominanzsystem, aus der Verbindung heraus bekommt sie dann in Anführungsstrichen den Auftrag, die Energie, die Möglichkeit, Schneewittchen überhaupt bis hin zu vernichten zu können. Das ist also die Voraussetzung. Dieses Märchen stellt es jetzt aber so dar, der König wird ja überhaupt erst am Schluss erwähnt, der Prinz ist sehr positiv dargestellt insgesamt aus dem alten Bewusstsein betrachtet und der König ist neutral hergestellt. Letztendlich soll ja der Prinz sogar die Rettung bedeuten und der König ist im Schloss dann die absolute Rettung, dort als Stabilität, dort sollen sie dann ja vermeintlich glücklich sein von dem Märchenbewusstsein heraus. Ja, das ist das, was da dargestellt wird. Das heißt, die treten nur in positiver Form auf und es wird so vermittelt, als wenn die Königin aus eigenem Antrieb heraus die Böse ist. Wenn man das aber eben als Bewusstseinsinhalt sich ansieht, die Königin kann nicht aus eigenem Antrieb heraus einfach nur aus sich heraus böse sein. Das geht nicht. Man kann sagen, die Königin hat sich mit dem Bösen verbunden, wird dadurch zum Bösen und das Böse hat sich dann auch noch versteckt und tarnt sich und behauptet jetzt auch noch, wieso, ich bin doch das Gute und dass die so böse ist, dafür kann ich doch nichts. Also im Grunde genommen wird die da wie so ein Strohmann vorgeschickt. Das karmische Dominanzsystem hat das Interesse und die Königin, die soll das sozusagen durchführen. So sagen, da ist eine Intrige in dem Märchen. Die Intrige besteht irgendwie darin, dass die Königin diejenige ist, die letztendlich die Täterin ist. Und dann, das ist ja noch fieser, wird sie auch noch von dem König umgebracht, der letztendlich ihr eigentlich die Möglichkeiten überhaupt gegeben hat. Also das ist eigentlich so, wie das Bewusstsein das hergestellt hat oder beziehungsweise wie dieses Märchen aufgebaut ist. Das heißt, diese Königin, die verhält sich nur so, weil sie das richtig vom König kriegt. Mhm. Wenn sie vom König erfahren würde, das ist falsch, was du da machst, Königin, dann würde sie sich nicht so verhalten. Ja, ich würde ganz gern sogar nochmal auch auf dieses Hühner-Eis-Denken eingehen. Von dem, was wir jetzt besagt haben, ja, ist eigentlich der Zusammenhang sehr offensichtlich. Also man kann sagen, dass sich dadurch im Grunde genommen das karmische Dominanzsystem schon ein bisschen auch verrät, wenn man so will. Denn das Besser-als-Denken, das hat nur das karmische Dominanzsystem. Das Besser-als-Denken wird im Märchen zu einem Schöner-als-Denken, dem Weiblichen, untergejubelt. Das Weibliche würde nicht von sich aus ein schöner als Denken haben. Dass uns das hier so oft im Irdischen begegnet, dass die Frauen hier alle in Konkurrenz sind mit schöner als, das hängt nur damit zusammen, dass dieses Wertesystem vom Männlichen übernommen worden ist. Das heißt, das Weibliche möchte dem Männlichen besser als Denken entsprechen, überträgt es dann aber auf weibliche Inhalte im Sinne von schöner als. Das wäre aber überhaupt nicht notwendig oder es wäre überhaupt nicht denkbar, wenn nicht das Männliche überhaupt diesen Wertmaßstab erst einmal gesetzt hätte.
Leistungsdenken, Konkurrenz, gegeneinander, besser als. Das ist die Basis von unserer Welt aufgrund von dem Wertmaßstab des karmischen Dominanzsystems. Wenn es den weiblichen Wertmaßstab mit Verbindung, Miteinander, Liebe, Anziehung, Gefühle gibt, dann gibt es den besser als Wert nicht. Weil das Weibliche für sich genommen nicht dies Gegeneinander hat. Das möchte gar nicht besser als sein, das möchte verbunden sein. An der Stelle wäre vielleicht nochmal so die Frage zu stellen, das ist jetzt mal auch so eine Frage an euch, dieses besser als Denken zu einem schöner als Denken umgewandelt. Seid ihr da der Meinung, das war im Grunde genommen so, wenn man so will, ein Fehler vom karmischen Dominanzsystem, sich so zu äußern und zu outen, wenn man so will? Also ich habe das Gefühl, das ist eher so eine raffinierte Sache, weil das so subtil da reinfließt, dass man das gar nicht als Outing versteht und dann noch weniger auf die Idee kommt, was da eigentlich dahinter steht. Ja, genau das ist richtig, denn man muss es ja berücksichtigen, dass das Wertesystem ja bereits auf diesem Denken beruht hat. Das heißt, jeder ging davon aus, dass dieses Denken schon normal ist. Naja, und dann kann man es ja dem Weiblichen unterschieben. Es kommt überhaupt gar keiner mehr auf die Idee, dass es gar nicht das natürliche Denken ist und dass es dem Weiblichen überhaupt nicht entspricht.